Hallo und herzlich willkommen zu den Postillon Video News. Nach einer schweren Produktionspanne hat die Firma Attweiler Pyro GmbH heute den Rückruf von rund 6 Millionen Streichholzschachteln bekannt gegeben. Demnach ist aufgrund einer fehlerhaften Verarbeitung nicht auszuschließen, dass die kleinen Hölzer Feuer fangen, wenn man sie an einer rauen Oberfläche reibt. Zuvor waren im Internet zahlreiche Berichte von Käufern der Streichhölzer aufgetaucht, die von plötzlich auftretendem Feuer berichten. Meist wurden die Hölzchen zuvor an einer Seite der Schachtel gerieben, die besonders rau ist. Eine Analyse der Verbraucherschutzbehörde brachte schnell Klarheit. Demnach seien die Köpfe der Streichhölzer mit Stoffen wie Kaliumchlorat und Silikaten verunreinigt, die in Kombination hochentzündlich wirkten. Käufern der fehlerhaften Streichhölzer wird geraten, diese aus Sicherheitsgründen sofort mit Wasser zu übergießen. Danach können sie in jedem Supermarkt oder Tabakwarengeschäft zurückgegeben und gegen eine Packung garantiert unentflammbarer Streichhölzer umgetauscht werden.